Das glaubt man heute fast nicht mehr, oder? Wie damals unsere Gesellschaft verhärtet war. Da hat es wirklich da Frauen gegeben, die gesagt haben, weisst, jetzt gehe ich das erste Mal in meinem Leben an einem Abend aus, ohne den Mann. Jedes Mal, wenn du mit Jeans gekommen bist, haben sie sich einfach behaftet. Oder? Und darum hast du auch den Hass auf die Polizei und auf die Regierung. Oder? Das ist eine reine Fragilbande, die möglichst viel hat zusammenschlagen wollte. Damals, es ist unglaublich, wie einflussreich die katholische Kirche noch war. Sie hat sich also alles in den Händen gehabt. Mein Mann hat auch immer gesagt, ja, es ist alles immer Sünd. Die Macht, die damals gefördert war, hat versucht, damals so etwas wie eine mentale Diktatur zu errichten. Für mich ist die Zeit, die ich im Kollegium erlebt habe, mit aller Repression, die es gegeben hat, für mich persönlich ist das eine Aufbruchzeit gewesen. Ein Aufbruch im Widerstand. Der Prunkpalast hier, der hat eine Kehrseite. Und die Kehrseite heisst Unterentwicklung, Unterernährung, Militärdiktaturen. Der Vietnamkrieg ist natürlich symbolisch gestanden für all das, was wir verabscheut haben. Der Krieg war logischerweise total ungerecht. Auch heute noch kann man das mit voller Überzeugung sagen. Das war derart schwierig, im Kanton Uri gegen die Armee aufzustehen, weil das Blut von Uri war die Armee. Das war der grosse Skandal. In der ganzen Schweiz war man entsetzt. Man kann es ganz einfach sagen, es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Sowohl der Kommunismus wie auch der Kapitalismus hat verzeiht. Und wir kommen auch nicht darum herum, eine neue Gesellschaft zu denken.